sind wir fair einigermaßen gut. Und auf jeden Fall, und was ich jetzt gerade versage, Mega Man Ultra, das ist nicht normal. Ja, es gibt hier meines Wissens nach nicht das Item. Deswegen überfliege ich das Ganze jetzt. Oh, hat die Krabbe mich nicht erwischt, Gott sei Dank. Oh ja, genau das mit den Leitern, das interessiert mich nicht. Zack, gewonnen. Und Level durch. Nein, also, weil das ist, Ultra, ich habe heute ein paar 10 Minuten noch irgendwas hochgeladen. Und das war so schlecht. Ich habe so schlecht gespielt, ehrlich. Und ich habe aber auch gesagt, war er denn, als ich komme? Und ich habe das jetzt auch wahr gemacht, weil, ganz ehrlich, ich kann Ultra gerade nicht spielen. Ich kann es gerade jetzt nicht mehr. Ich drehe hohl in dem Spiel. Also ich werde auf jeden Fall wieder spielen, aber nicht jetzt sofort, sozusagen, weil das kann ich geistig im Moment nicht. Das geht gerade nicht nervlich. Das geht. Ist da die Münze im Stecken geblieben? Ja, ist so. Weil ich kann das gerade echt nicht. Das regt mich so auf. Ich meine, man kann mich jetzt Noob nennen oder sowas. Ist mir scheißegal, aber solange ich es jetzt im Moment nicht spielen muss, ist es mir egal. Könnt ihr mich nennen, was ihr wollt. Okay, wir können hier übrigens unten durch, theoretisch. Aber erst wenn der da weg ist. Macht's viel aus? Nein. Würde ich sagen. Ich würde sagen nein, weil wir kriegen hier nur das Herz. Man kann hier hochspringen, aber ja, wir brauchen es ja ganz dringend. Oh, ich wollte dieses hier und das holen. Also, wie gesagt, das ist, guck mal auf unsere Leben. 29 Leben, hallo. Also, ihr seht jetzt, was ich am Anfang mal gemeint habe mit genug Leben. Wir kriegen hier echt so viel Leben. Oh, ich muss hier durch, oder? Ja, muss ich. Okay, dann machen wir das auch. Und wir kriegen hier nochmal. Nein, 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 nein. Ich will den Jet behalten. Ich bleib dabei. Und, oh, nee, nicht. Ich bin nur so eine Scheiße. Ja, hier gibt's den Schlüssel. Haut doch ab, ich hasse. Die Stelle hier ist ein bisschen bescheuert. Also, ich kann es gleich voraussagen. Es ist ein bisschen blöd, die Stelle. Ihr braucht den Jet übrigens. Ihr braucht ihn. Wir bescheißen hier ein bisschen, weil wenn man gegen die Wand hier knallt, dann fliegt man ein bisschen hoch. Gut, hier geht's jetzt nicht mehr. Und da kann man das auf jeden Fall hervorragend nutzen, um ein bisschen schneller hochzukommen. Es tut jetzt nichts am Gameplay, also es tut jetzt nichts ändern, großartig, aber vom Prinzip her. Ey, wir haben getroffen. Yeah, yeah, yeah. Fuck, nochmal. Ich habe jetzt keinen Bock hier. Nochmal hin und her. Und wir kriegen das Item C und es ist eine Krone. Yeah, wir haben eine Krone. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles? Ein Horn, Trinkhorn, eine Harfe, eine Krone, ein Schild, eine Glocke und eine und Aladins Lampe. Sagen wir mal eine Öllampe, aber ich sag Aladins Lampe, das hört sich lustiger an. Wow. Also wir kommen gut voran. Wir haben gut für 100%. Und jetzt sieht's. Oh nein, ich hier Viecher. Ich finde die Viecher voll putzig, aber. So als Gegner. Und fliegen. So. Ja, warum fliege ich? Ist es so einfach. Es gibt auch irgendwo eine Stelle, da sollte ich ganz, ganz. Oh ja, Stern. Ist auch gar nicht aus Mario rausgeklaut. Nein. Der Stern ist praktisch. Also ich meine, ihr kennt es aus Mario, es ist halt, Lava? Was macht Lava? Oh nein, stimmt ja, jetzt kommt, oh nein, 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 nein. Oh mein Gott, das kommt ja auch noch, oh Gott. Naja, wir haben jetzt erstmal gewonnen. Das Schlimme, das kommt erst noch, das machen wir dann erst noch. Wir haben nochmal 43 Münzen und haben damit 1096 Münzen. So, jetzt kommen wir in das kochende Wasser, in die Lava. Und das ist sehr unangenehm, denn ich gebe euch mal einen Tipp. Lava ist Instant Death, egal was wir haben. Das sind natürlich hervorragende Voraussetzungen. Und ich treffe nicht, du Arsch. Warum habe ich das jetzt gemacht? Also ihn gekickt aus. Gut. Aber warum wollte ich jetzt den Gegner auf ihn werfen? Das zeige ich euch. Da müsst ihr nur mal zugucken, wenn ich es hinkriege. Seht ihr das? Der kackt die 10er-Münzen. Und das will ich natürlich, weil dann kriege ich mehr Münzen. So. Gut, dass wir so viel Kontrolle. Ihr könntet das theoretisch auch machen, solange ihr wollt, gell? Also ich könnte das jetzt die ganze Zeit machen, bis ich 99 Münzen habe. Ich mach's jetzt nicht, aber das ist auch so ein guter Off-Tipp für euch, wenn ihr viele Münzen sammeln müsst. Ihr werft einen Vogel, ihr geht zurück. Holt einen Gegner wieder, wirft wieder einen Vogel und habt wieder 30 Münzen zusammen. Also es geht ganz gut. Man kann hier gut. Und wichtig übrigens, wenn ihr ihn sofort, wenn ihr berührt, ist er sofort tot. Wow, der war jetzt gut geworfen. Und wo kommt der nächste Vogel? Der kommt gar nicht. Oh, was ist hier? Wir wissen, was hier ist.
Und Herz. Egal. Unnötiges Risiko. Das Herz was wert. Übrigens, die Geister hier sind ultra nervig. Die sind echt ultra nervig. Die verfolgen einen. Und ich will die Münzen. Die verfolgen auf jeden Fall einen, ja. Und ja, wenn ihr die nicht rechtzeitig macht, dann da ist das scheiße. Einfach mal ganz gelinde gesagt. So, hoch. Und du wirst in der Lava verrecken. Ich bin so böse. Ja, das war jetzt ironisch. Und wir haben gewonnen. Hm. Warum kein Levelausgang? Ihr werdet jetzt sehen, was dieser Schalter bewirkt, der große. Seht ihr das UFO da oben, diesen, ich sag mal, Kessel, den Deckel? Und bam! Und damit ist das andere Level jetzt verändert. Wir haben... Ach komm, wir zocken drum. Es ist irre, 70 Münzen, ich zock drum, aber... Okay, das ist nicht schlecht. Ach komm, eine Runde können wir noch. Mehr als 70 haben wir jetzt. Wow! Oh, okay, jetzt zocke ich nicht mehr. 280 Münzen, die verzocke ich jetzt nicht mehr. Ich will... Ich werde verzocken. Und... Fuck! Schade! Aber egal, wir haben 140 Münzen, wir haben das Doppelte, das ist gut. Schade, wer jetzt nochmal doppelt kommt, das wäre geil gewesen. Aber 140 ist eine gute Zahl. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und damit haben wir auch schon über 1200 Münzen. Jetzt fehlen nur noch ganz, ganz viele. Und jetzt kommen wir zum Endboss. Ihr habt ja die ganze Zeit im UFO, der sagt. Und wir machen ihn jetzt dafür platt. Und das Level hier, ihr kennt es noch, es ist nur ziemlich verändert. Und auch ziemlich nervig. Hau ab. Ja, Wario, hau du besser ab. Lass dich. Viech doch einfach in Ruhe. Es ist vor allem fieser geworden, das Level. Wie gesagt, diese, ich sehe jetzt auch die zwei Münzen. Wie kommt man an diese zwei Münzen? Das würde mich echt mal interessieren, wenn... Ich glaube, die sind einfach nur so da, aber es wäre interessant, ob man da nicht irgendwie wenigstens GTS oder so hinkommt. Das finde ich mal interessant. Aber naja, wie dem auch sei, so. Und zack, und du bist erledigt und was. Und weiter geht's. Hier wäre der Midpoint, den wir nicht holen. Wir gehen weiter. Ich hasse es, das Level. Warum? Weil es so mies ist. Nein. Oh Gott. Und ja, natürlich. Da wäre ich mit... Oh, leck mich doch. Ich hätte da gar nicht hin müssen. Fickt euch. Fuck. Er kommt euch. Gut, wir können wenigstens wieder groß werden. Also das ist immerhin nochmal ein Vorteil. So, und vorwärts. Springt doch. Jetzt springt doch, Wario. Okay, wir hätten runter müssen. Ich bin ein Failer. Ich bin ein elender Failer. Halt mal. Halt mal, ich kann dir doch jetzt runter die Münzen holen. Yeah! Münzen. Dann. Und nochmal. Dollarzeichen tauchen in meinen Augen auf. Übrigens hier jetzt lieber ganz, ganz schnell machen, sonst sind wir tot. Oh Gott, er kommt immer. Ja, noch 3, 2, 1. Oh Gott, wir sind gekommen. Ihr könnt ja auch verschiedene Items finden, ihr könnt verschiedene Wege gehen, aber... Oh Gott, ich bin nur froh, dass ich es geschafft habe. Und jetzt geht's los! Der kommt, ihr nehmt ihn und werft ihn in die Lava. Und das war's. Ja, es ist ein ziemlich einfacher Endboss, eigentlich. Wenn ihr klein seid, ist es schwerer. Das sag ich jetzt gleich. Und die Münze will ich haben. Übrigens, hätte ich ihn jetzt besiegen, wäre in die Lava gefallen wegen dieser einen Münze, dann wäre ich jetzt auch tot. Und die verzocken wir nicht. Ich war jetzt vorher in Zockerlaune, jetzt bin ich es nicht mehr. Ne, also damit haben wir geschafft. Wir haben einen Teapot geschafft und kommen jetzt in einer der schlimmsten Levels überhaupt. Ich werde vielleicht noch ein, zwei Stück machen, aber nicht alles. Also von dem nächsten Land mache ich nicht alles, denn den Nerv habe ich nicht. South Canyon, eine reine Lavalandschaft. Oh ja, genau, die Scheiße war ja auch noch da. Und jetzt müssen wir schnell vorwärts hier. Komm, Mario, hopp. Ich glaube, wir sind schneller, wenn ich durchkriege. Wir müssen jetzt echt schnell machen. Ich kann mir jetzt hier nicht erlauben, jetzt noch hier extra irgendwelche Münzen zu sammeln oder sowas. Vorwärts, Mario. Ja, hier gibt's ein Item. Hier gibt's ein Item. Also, es ist mies. Wirklich, gerade hier ein Item, da wo man in Stress ist, da wo man schnell machen muss. Und den Schlüssel dürfen wir jetzt bis ganz ans Ende tragen, was die Sache natürlich extrem vereinfacht, gell? Aber es hat auch einen Vorteil, es ist hier nicht schwer. Wir kriegen es hier, denke ich, gut hin. Es ist einfach bloß eine Sache. Nein. Oh, nein, mir fällt der Begriff nicht mehr ein, den ich jetzt sagen wollte.
Egal, egal. Ich habe im Notfall noch diesen einen Trick, auch wenn ich ihn jetzt ungern einsetze. Ich habe jetzt zweimal schon eingesetzt halt. Andererseits ist es mir lieber als jetzt den Schlüssel umsonst halt mal halt dann. Muss ich gar nicht, weil hier gibt's ja nochmal größer. Ich meine, wie mies wäre das, wenn ich einen Schlüssel habe und dann keinen groß habe? Boah, dann müsste ich doch abkürzen. Das Level. Das ist noch so einfachere hier. Hallo, ich will zusammen. Es ist eine schwarze Kugel. Ja, ein Black Orb. Aus Castlevania 2 Simon's Quest. Genau, ein Orb. Den wir ja immer kriegen, wenn wir in Endboss. Ne, halt mal, Castlevania 1 war das, den Orb. Stimmt, da mussten wir dann noch so einen Eichstock oder sowas im Castlevania 2 dagegen werfen gegen diese Orbs, genau. Ja, also ich hab, oh Gott. Von den alten Castlevanias bin ich ja immer noch ein riesengroßer Fan. Vor allem von Castlevania 4, das ist so ein geiles Spiel. Hat auch so viele geile Vorzüge. Ja, manche würden jetzt sagen, AVGN Reference, aber ich hab's das, dank dem überhaupt kennengelernt, das Spiel. Und wir machen mal das Herzspiel wieder. Und auf jeden Fall, so ein Bier tut gut. Ja, der war gar nichts. Aber wir haben ihn noch erwischt. So. Nee, so, der hat mich ja schon auf diese Castlevania-Spiele auch gebracht. Einige Spiele, wo er vorgestellt hat, die habe ich dann mal probiert und die sind teilweise echt geil. Und bam, du bist weg. Double Kill, yeah. Gucken wir mal, ob man. Oh Gott. Na egal, wir kriegen es noch hin. Bam, Multikill. Es ist ja noch nicht schwer. Das ist jetzt noch machbar. Also das kann man ja noch schaffen hier. Das muss man abschätzen und bam, Ultra Kill. Schaffen wir noch den Monster Kill? Jetzt gucken wir mal, ob wir es schaffen. Monster Kill? Ja, Monster Kill. Yeah. Und damit kriegen wir ein Leben. Ja, ich hätte es jetzt nicht machen müssen, weil es ist egal. Oh, nichts gefunden. Pech. Ja, das ist auch nicht schlimm. Wir haben das eine Item, aber es geht schlimm weiter und ich habe keinen Bock auf dieses Level. Ich denke, das mache ich jetzt auch noch als letztes für heute. 35 Minuten haben wir gerade und ich denke, das ist eine gute Zeit. Ich werde es nicht cutten. Also, ihr seht es auch schon, ich habe auch den letzten Part mit einer Dreiviertelstunde hochgeladen. Das mache ich auch, weil warum soll ich cutten, wenn ich länger als 15 Minuten noch kann? Übrigens nochmal Glückwunsch an Red Demons Warrior, er kann jetzt länger als 15 Minuten hochladen. Ich weiß, manche werden sich denken, toll, das kann ich auch. Und ich habe schon ein paar, ich habe auch nur ein paar Videos. Lasst ihn, er ist froh, dass er es kann, weil es hat uns eine Weile genervt, dass er es nicht kann. Und ja, es ist ja auch egal. Fehler. Du stirbst, nicht ich. Und deswegen, wir sind froh drüber, weil jetzt muss er auch nicht immer auch cutten, wegen jeder halben Stunde da. Oder wegen 31 Minuten, da kann man auch mal sagen, ah, ich will lieber den Stier. Der kann jetzt dann auch sagen, okay, das Video geht 16 Minuten, das ist okay. Oder das cutten wir auf 16. Das ist dann okay, finde ich, weil es ist halt angenehmer. Und deswegen, ich bin froh. Ich meine, er tut jetzt da selber cutten. Also ich habe ihm gesagt, du cuttest jetzt selber. Weil irgendwann muss er es ja selber können. Aber vom Prinzip her ist es gut, weil dann spart man sich schon Arbeit. Wir hatten auch übrigens neulich ein Projekt am Laufen, das habe ich aber indirekt gecancelt. Das heißt, DNA Heroes. Da haben wir Heroes of Might and Magic 3 gezockt. Mr. Xerenator hat gezockt und Dennis und ich haben das eher. Oder Demon und ich, wie auch immer. Wir haben das dann eher so kommentiert wie Moderatoren. Also, wir haben einen riesen Scheiß geredet, das kann man echt ganz klar sagen. Und ich spiele immer noch. Nein, nicht in die Lava! Tod. Fuck. Genau das ist das, was ich an Stove Canyon hasse. Überall ist diese scheiß Lava, die einen instant killt. Egal, ob man Unverwundbarkeitszeit hat oder nicht. Und das ist halt ein bisschen. Ist es. Oh, natürlich noch mehr Feuer. Es ist nervig. Also, es ist ziemlich nervig. Natürlich ist es nicht schlimm. Ich meine, hallo, jedes Spiel hat so deine Gemeinheiten. Aber das ist, ich finde, ein bisschen arg. Dass ich überall diese scheiß Instant Death Lava habe und die scheiß Feuerbälle überall fliegen. Und ach, was weiß denn ich noch für eine Scheiße. Oh nein, bleib du mir weg mit deinem scheiß Bumerang hier und du auch. Wir haben es gleich geschafft. Hier ist der Midpoint und den werde ich jetzt aktivieren. Ja, ihr seht das nicht oft, aber bei solchen Levels, da ist der Midpoint bei mir ganz, ganz schnell aktiv. Wo ist der? Ich wusste, da kommen Feuerbälle. Ich wusste es, ich hatte es schon im Gefühl. Und da kommt der nächste mitten durch die. Wirklich, hey. Hallo. Was soll die Scheiße? Hier kommen welche, das ist ganz klar. Jetzt da rechts, da. Ja, natürlich, genau das meinte ich. Da kommen welche, das ist ganz. Das ist so offensichtlich jetzt. Oh, gib mir ein Item. Oh ja, der Jet. Oh ja, oh ja, oh ja.
Gib mir den Jet. Hier, ich werde jetzt nicht rüberfliegen. Ich traue mich hier überhaupt nicht. Indem hier unter mir Instant Death Lava ist, glaubt mir, da traut man sich viel weniger. Ja. Und wir haben es geschafft. Durch die... Oh, klar. Ich habe... Oh, komm. Ich hasse dieses Level. Oh Gott. Und noch der nächste Specht. Und da kommt noch. Nein. Okay, wir haben es... Oh Gott, wir haben es geschafft, das Level. Wir haben es geschafft. Herrlich. Mann, oh Mann, oh Mann, war das jetzt aufreibend. Ich guck mal gerade rein, sonst 8. Wir haben noch Zeit. Merkt ihr, je mehr Münzen ihr habt, desto schneller wird er. Und... Oder wie weiter wir sind, ich weiß gerade gar nicht mehr. Okay, wie lange habe ich noch Zeit? Ein bisschen habe ich noch. 23:08 Uhr, ich habe noch ein bisschen Zeit. So, in dem Level kann es schnell sein, dass ich den Jet von ein bisschen holen muss. Sagen wir es mal so, weil gegen Ende vom Level will ich den Geheimausgang nehmen. Ich werde dieses Level nicht dreimal spielen. Nicht freiwillig. Weil das Level hier, oh Mann, das ist so nervig, es ist so blöd, es ist so... Genau, es ist... Oh, nicht mit mir, Freundchen. Nein, also es ist wirklich brutal. Dieses Stove Canyon, ich hasse es. Es gibt auch welche, die sagen, hey, das ist doch cool, Instant Death Lava überall, hahaha. Klar, es gibt auch Leute, die mögen es. Klar, aber ich nicht. Und deswegen gucke ich auch, dass ich nicht mehr als das zweimal jetzt das Level hier spielen muss. Klar, ihr werdet euch jetzt auch fragen, was ist denn an dem Level so schwer? Wisst ihr, Kindheitserinnerungen werden da wach und zwar keine schönen. Ganz viel Aggressivität kommt da wieder raus. Das ist nicht so gut, glaubt mir. Es ist nicht gut. Oh Gott, ich bin fast runtergefallen. Und hier kommt nicht der Platz, der kommt erst später. Hier kommt er. So, und wir brauchen jetzt dringend den Jet. Ich werde es nicht nochmal machen. Gut, einmal werde ich es noch machen müssen, aber nicht mehr. Und ich hoffe, ich krieg's hin. Ah, wir haben es geschafft, weil hier kriegt ihr dieses Teil und fliegt übelst weit hoch. Und kommt in den Geheimausgang. Ja, wie gesagt, ihr könnt mich wenn ihr es cheatender Bastard nennt, ist ihm egal. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft und ich bin zufrieden mit mir. Und ich gehe jetzt schnell mal kurz pausieren. Und weiter geht's. Und wir haben's. So. Also, wir haben's. Okay, und jetzt geht's ins Geheimlevel. Ja, also es ist so... Sagen wir es einfach mal so. Dieses Geheimlevel... Ist auch jetzt nicht so schlimm, ihr seht ja, hier ist schon das Teil, und der Schlüssel ist auch nicht so weit weg, er ist schon ein bisschen ist er, ihr kriegt ihn nicht geschenkt, sagen wir es so, aber ihr kriegt, ja, ich hab dich in die Wand geglitscht. Aber es ist auch jetzt nicht so, dass es unmöglich schwer ist, den zu kriegen, oh, das ist das Levelende, das will ich nicht. Schaffe ich es eigentlich mit dem Jet rüber? Ja, schaffe ich. Normalerweise müsstet ihr einen ganz anderen Weg gehen, also... Normalerweise ist der nicht so einfach geschenkt, der... ja, hau ab. Du auch. Hau ab. Hier hochzukommen, müssen wir was Bestimmtes machen. Und zwar müssen wir jetzt... Ich glaube, es war dieser Schalter. Ich hoffe, es war der richtige. Jo. Jetzt ist das voller Wasser und wir können hier ein bisschen abräumen und natürlich... Was ist ganz wichtig? Den Schlüssel. Deswegen sind wir ja hier. Das ist jetzt auch so ein Level speziell dafür, dass wir Items kriegen. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir müssen jetzt leider den richtigen Weg nehmen. Und nicht den Bescheißerweg. Und du bist jetzt tot durch einen Schlüssel. Wir könnten hier noch die ganzen Türen durchgehen und Münzen sammeln und so, aber nö. Je weniger Zeit ich mit Stove Canyon verbringen muss, desto glücklicher bin ich. Desto glücklicher bin ich. Oh, wir haben 23:12 Uhr und wir kriegen ein Item. Und das ist diesmal der Pokal. Das ist wirklich ein Item wert. Ich rauche heute keine mehr. So, wir haben den Pokal. Und damit wunderbar zurück. Ja. Also, und wir können jetzt zum Levelausgang gehen, zum Glück. Nein, ich will den Jet behalten. Und wir haben es geschafft. Und ich bräuchte auch, fuck, ich bräuchte noch eine Münze. Komm her. Hahaha, wir haben die passende Münze noch. Und geschafft. Jetzt kommt nochmal dieses Scheiß. Ja, keine Münzen, egal. Jetzt kommt nochmal dieses eine Scheiß-Level.
Ah, wenn wir es dann endlich zum Endboss haben und ich den Stove Canyon weg habe, dann beschwere ich mich gar nicht. Dann hab ich's geschafft. Dann ist um mit Stove Canyon. Und dann habe ich echt heute einiges geleistet. Dann habe ich im Mega Man Ultra gar nichts geschafft, aber ich. Klar. Nehmen wir hier unsichtbare Wände, ihr cheatende, ihr Arschlöcher hier. Ey, das war jetzt übel mies. Verstecken wir hier einfach unsichtbare Wände, klar, dass man nicht drüber fliegen kann. Hahaha. Warum macht ihr überhaupt den Jet, wenn man es nicht kann? Ich will Münzen und ich will noch mehr Münzen und ich habe Angst. Komm, hau ab. Hau ab. Das sind irgendwelche Dämonenviecher mit Spitzen und Schleifen. Also, ich weiß nicht, auf welchen Drogen die da waren, ganz ehrlich. Nein, also ich bin jetzt mal ja, es reicht durch. Knapp, aber es reicht durch. Nein! 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 Fuck. Und gleich nochmal in dieses bescheuerte Level. Wir sind groß, bam. Jetzt geht's nicht mehr so schnell wie mit dem Jet, aber andererseits ist es auch nicht die Gefahr mit diesen scheiß unsichtbaren Wänden hier. Ich springe und laufe an den Gleisen entlang und ja. Ich hasse Stove Canyon über alles. Ich hasse ihn einfach. Ich hasse dieses Level wie die Pest, wirklich. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Und weiter geht's. Und nein, wir wollen nicht zum Midpoint. Ich brauche den jetzt nicht unbedingt. Ich spare mir lieber die Münzen. Oh Mann, was mir heute auch wieder aufgefallen ist. Und da bin ich froh, dass das Gameboy-Spiele nicht hatten. Also meines Wissens nach hatten sie es nicht. Vielleicht hat es auch welche. Ich habe es nicht erfahren je. Die Sprite Flickering hatten. Wenn ich das an den NES denke mit Mega Man 2. Sprite Flickering, ja, wie willst du das sagen? Ich hasse das mit der unsichtbaren Wand. Ich hasse das wie die Pest. Das macht mir immer schon einen Herzinfarkt. Es macht einen Herzinfarkt. Folge Deutsch, Nils. Wir haben es leider geschafft, Gott sei Dank. Wir haben auch alle Items im Stove Canyon und deswegen ab zum Endboss. Nö, 44 Münzen ist eine coole Zahl, das behalten wir. Leute, bald ist es vorbei heute. Okay, ich bin ein bisschen über der Zeit, das werde ich heute noch cutten wahrscheinlich. Aber ist ja kein Problem. So, wir sind jetzt im Endboss-Level und ich habe auch nicht vor, jetzt hier durch dieses scheiß Feuer zu sterben. Ich hab's nicht vor und ich werde es auch nicht. Mann. Krokodil. Das ist eine gute Idee jetzt gerade. Nein, zurück. Das Feuer ist gemein. Oh mein Gott, ich erinnere mich. Das sind diese Scheißsprünge hier. Obwohl, noch geht's hier. Aber ich hatte irgendwo hatte ich immer ein Problem mit irgendeinem Sprung. Ja. Ja. Du stirbst. Hahaha. Midpoint nehme ich nicht. Jetzt fängt's an, gemein zu werden. Warum? Versinkende Plattformen sind immer gemein. Das merket euch bitte in Plattformspielen. In Jump'n'Runs sind versinkende Plattformen immer gemein. Vor allem, wenn unter einem eine Instant-Death-Säure... Oh, leck mich doch. Vor allem, wenn unter einem eine Instant-Death-Säure ist. Lava. Und nochmal. Und diesmal behalten wir den Stier besser. Und wir springen jetzt ein bisschen rüber. Ich spiel zu riskant. Aber das passiert, weil wir irgendwann echt einfach nur noch fertig werden mit dem scheiß Level hier. Wirklich, ich will Stove Canyon endlich weg haben. Und ich freue mich schon übelst auf den Endboss, weil... Nicht, dass er jetzt ein geiler Endboss ist, nee, aber... Ich bin an Stove Canyon los. Und ich habe nicht mehr so viel Zeit. Sehen wir es mal so. Ich habe jetzt keinen Bock, dass mein Vater kommt, nicht Let's Play, weil dann denkt er sich auch, ist der Junge noch ganz sauber, bis wann will der Let's Playen. Aber egal, die Zeit nehme ich mir jetzt noch, dieses Level durchzuspielen. Na, und nochmal so. Und hier müssen wir jetzt schweinemäßig aufpassen. Das wird jetzt nicht schön. Ich warte lieber. So. Runter mit dir, du Plattform. Ja, ich mache mit Absicht jetzt langsam, weil hier kommt ja gleich dieser Scheißfeuer. Boah, das war jetzt... Ich bin klein, toll. Das war jetzt nicht nur riskant und dämlich, nein, das war jetzt auch noch lebens... Ja, riskant, lebensgefährlich, es kommt aus... Nein, du machst mich nicht platt, Junge. Oh Gott, jetzt kommt das mit noch mehr Feuerbällen.
Und hier kommt noch mehr Feuer. Nein, keine Feuerbälle. Okay, ich sag nicht nein, wenn keine Feuerbälle kommen. Oh, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Wir sind beim Endboss. Ja, wir sind beim Endboss. Ich hab Schiss. Es tut mir übel leid, dass ich jetzt schon wieder diesen Trick mache, aber ich habe echt keinen Bock mehr, dieses Level nochmal zu wiederholen. Also komm, du Arsch. Übrigens, es gibt einen Trick bei solchen Endboss, wenn man Jet hätte, könnte man den... Ne, warte mal, das war was anderes. Halt mal. Ich hab mich verdammt. Der Endboss ist nervig. Ich sag auch warum. Diese scheiß Zunge, die er immer rausstreckt, der macht mir die Plattform damit kaputt. Hau ab, hau ab. Den nimmst du. Schieß deinen scheiß Ball. Und stirb! Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind durch. Wir sind durch mit Stove Canyon. Ja! Oh Gott, das ist schön. Wir haben es geschafft. Wir haben es einfach jetzt geschafft. Und wir haben es. Oh, schön. Mario. Ich bin stolz auf dich. Ich nehme jetzt... So, ich habe ein Safe State auf 2 gesetzt. Es war also Safe State. Liebe Leute, ich denke, das war's für heute. Denn ich habe jetzt genug... ja, und ich habe einen Screen gecaptured. Genau, das ist so toll, dass ich es geschafft habe. So. Wir werden jetzt im Piratenschiff. Wir werden aber hier beenden. Ich mache ja einen Safe State. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch herzlichst wirklich wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch so genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich würde sagen, man sieht sich das nächste Mal, gell? Euer Stardust Warrior 33.